WAVI-Profi 3 hat selbstverständlich auch eine Terminverwaltung. Diese Terminverwaltung ist in das System integriert, weil Sie ganz, ganz easy vom Lieferanten, vom Personal oder vom Kundenstamm per Rechtsklick einen Termin schnell anlegen können, wenn Sie dort gerade sind. Beispiel: Wir gehen in den Kundenstamm und gehen auf die Frau Susi Huber. Diese haben Sie vielleicht gerade bearbeitet, haben Informationen eingepflegt. Ihnen fällt an dieser Stelle ein, Mädchenskind, ich brauche schon einen Termin für die. Ja, dann machen Sie es. Rechtsklick, Kundenterminschnellanlage. Hier bestimmen Sie das Datum, dass Sie sagen, am 26. haben Sie einen Termin von 9 bis 10.30 Uhr. Okay? Und Kaffee trinken. Kaffee trinken und Besprechung. Okay. Besprechung auch schön falsch geschrieben, machen wir es halt so. Hier können Sie Informationen noch eingeben, einen Ort hinzufügen. Hier können Sie sagen, ob Sie den Termin, wenn Sie Outlook installiert haben, sofort mit Outlook abgleichen wollen. Und Sie können an dieser Stelle auch gleich entscheiden, ob Sie diesen Termin eine Wiedervorlage hinzufügen wollen. Das heißt, Sie können sagen, dieser Termin ist jedes Jahr erneut fällig, jedes Monat am zweiten Dienstag und. Na, so könnten Sie es quasi machen. Dann können Sie hier sagen, Sie wollen einen Reminder drin haben, dass er Sie so und so viele Minuten oder Stunden vorher benachrichtigt. Ja? Dass er sagt, hey, der Termin steht an, können Sie also hier machen. Das kennen Sie bestimmt vom Outlook. Und Sie können hier sagen, inwiefern dieser Termin zu behandeln ist. Das heißt, wir sagen hier geschäftlich, der ist wichtig und da sind Sie abwesend. Nun können wir sagen, ja, das wollen wir speichern. Jetzt haben Sie wirklich sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell einen Termin für den Empfänger angelegt. Jetzt schauen wir uns das an. Bei den Terminen gehen wir hier auf Monat, haben wir nun einen roten Termin, weil er ja wichtig ist. Dann machen wir einen Doppelklick, sehen wir die Details, dass wir hier am 26.02. mit der Frau Susi einen Termin haben zum Kaffee trinken und wir wollen etwas besprechen. Okay, wenn Sie gesagt haben, oh, da habe ich mich jetzt vertan, weil das war ja nicht der 26., sondern der 27., können Sie das einfach nehmen und verschieben. Nun haben wir den Termin vom 26. auf den 27. einfach per Drag and Drop verschoben. Das ist total cool. Ein Termin, der erledigt ist oder den Sie nicht mehr brauchen, können Sie mit der Rechtsklick einfach löschen. Dann wird der Termin endgültig aus der Terminliste entfernt. Oder Sie können sagen, dass der Termin erledigt ist. Das heißt, der Termin bleibt erhalten und wird dann bei den erledigten Terminen angezeigt. Das heißt, in dieser aktiven Liste, wo die noch nicht erledigten Termine drin sind, wird er ausgeblendet und der anderen Liste angezeigt. So, dann können Sie sagen, Termin beibehalten, nur als erledigt kennzeichnen. Oder Sie können sagen, ja, das brauche ich ja nicht mehr, weil der Termin ist erledigt, das war einmalig. Also können Sie sagen, ich haue den Termin einfach weg. Dieses Weghauen, dieses Löschen ist die gleiche Option wie hier Rechtsklick löschen. Okay. Zu einem Termin können Sie natürlich eine Wiedervorlage hinzufügen. Wenn Sie auf der linken Seite gesagt haben, hier, dass einmal ja, Sie am ersten, keine Ahnung, Dienstag in einem Monat diesen Termin wiederholen wollen, und zwar auf maximal 20 Monate. Das bedeutet, 20 Monate lang überprüft der WAVI Profi 3, ob es der erste Mittwoch ist. Und wenn es der erste Mittwoch ist, wird dieser Termin, den wir hier am 26.02. haben, von 15 bis um 17 Uhr erneut hinzugefügt, unabhängig vom Datum. Also das ist eine coole Geschichte, ist eigentlich genauso wie es Outlook macht, aber egal. Okay, so, nehmen wir das jetzt wieder raus. Wenn Sie im Übrigen sagen, okay, mein Termin hat keine Wiedervorlage und Sie wollen es entfernen, stellen Sie sich einfach nach oben und dann ist gut. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit zu sagen auf der rechten Seite, dass dieser Termin eine Gültigkeit hat. Und zwar, das bedeutet hier eine jährliche Wiedervorlage und hier können Sie bestimmen, das heißt vom 5. März bis zum, keine Ahnung, und dann könnten Sie hier das Datum oder das Jahr auswählen, dass Sie sagen bis 2019. Ja, und zwar hier auch am 5. März 2019, solange wird dieser Termin jährlich wieder vorgelegt. Das gleiche können Sie an dieser Stelle dann durch Klicken von OK und Aktivieren von hier sofort mit Outlook abgleichen, so konfigurieren, dass dieser Termin mit Wiedervorlage nun ins Outlook übertragen wird.
einen Termin oder wenn ein Termin eine Wiedervorlage hat, können Sie die ganz einfach entfernen oder Sie können sich die Wiedervorlageserie, wie gerade gezeigt, bearbeiten. Entschuldigung. Sehr schön ist auch Kunde zuordnen oder Lieferant zuordnen. Das heißt, hat ein Lieferant keine Zuordnung eines speziellen Kunden, dann können Sie hier sagen, ich will dem Termin einen Kunden zuordnen. Sie wählen den Kunden aus und klicken nun auf Übernehmen. Nun wurde das Autohaus Schraubenmeier Hans diesen Termin zugeordnet. Rechtsklick drauf und wir sehen hier oben rechts, Doppelklick drauf und wir sehen hier oben rechts, dass das Autohaus Schraubenmeier Haus nun Empfänger dieses Termins ist. Wir können natürlich auch dann sagen, hier, wenn ein Kunde zugeordnet ist, entferne mir den Kunden. Somit ist der Termin wieder empfängerneutral. Hier oben rechts haben wir keinen Empfänger drin. Das gleiche können wir so sagen, Lieferant zuordnen. Wir wählen hier den Musterlieferant 500 aus und sagen Ausgang. Schön, jetzt habe ich natürlich was Falsches erzählt. Naja, ist kein Problem. Lieferant zuordnen, das heißt, wir wählen den Musterlieferanten 500 aus und sagen nicht Ausgang, sondern machen einen Doppelklick. Der Doppelklick bewirkt, dass er sagt, er will den Lieferanten jetzt in den Termin übernehmen, können wir hier so sagen. Und wenn wir hier draufklicken, sehen wir jetzt, dass wir den Musterlieferant 500 als Empfänger haben. Rechtsklick wieder drauf, haben wir die Möglichkeit, einen Lieferanten oder einen Kunden natürlich zu entfernen. Okay, die Ansicht ist klar, Tag, Woche, Monat. Neue Termine legen Sie wie folgt an. Sie klicken auf ein Datum Ihrer Wahl, Rechtsklick und sagen Neu. Dann können Sie einen Termin anlegen. Wenn Sie auf einen Zeitpunkt in der Vergangenheit klicken, Rechtsklick Neu, sagt Wavi Profi 3, das macht ja gar keinen Sinn, denn es ist ja schon vorbei. Okay? Bietet Ihnen aber gleichzeitig die Möglichkeit, dass er sagt, hey, soll ich stattdessen eine Aufgabe machen? Weil er einen Termin, also eine Aufgabe mit einem Termin verbunden, geht nicht, aber Aufgabe allein wäre möglich. Und nun könnte er sagen, ja, dann mach halt einfach eine Aufgabe. Und nun springt Wavi Profit rein in die Aufgabenplanung hier rein. Und dann könnten Sie sagen, dass eine neue Aufgabe an einem bestimmten Datum ansteht. Angelegte Aufgabe ist nun hier ersichtlich und kann bearbeitet werden. So, und jetzt sagen Sie, jetzt bin ich in den Aufgaben, aber wo ist denn jetzt mein Terminkalender? Ganz einfach, hier oben haben Sie eine Möglichkeit zwischen Aufgaben und Kalender, also das heißt Terminen hin und her so switchen. Je nachdem, was Sie wählen, wird die Anzeige dementsprechend aktualisiert. Wir bleiben hier in diesem Video bei Terminen. Okay, also das heißt, wir wissen jetzt, wie wir Termine anlegen. Rechtsklick irgendwo drauf. Haben Sie die Tagesansicht, haben Sie die Möglichkeit, hier zu navigieren, zu einem Datum, und können dann einen Zeitraum Ihrer Wahl selektieren. Das heißt, Sie drücken die linke Maustaste und halten diese und markieren einen Zeitraum. In unserem Beispiel haben wir 14 bis 17 Uhr, also bis 18 Uhr. Rechtsklick neu, wird automatisch der Zeitpunkt, den Sie markiert haben, eingetragen, auch das Datum, und könnten Sie hier die Art des Termins eintragen. Okay, kommen wir zu den Einstellungen. Unter den Einstellungen können Sie standardmäßig sagen, ab wann Ihre Arbeitszeiten sind. Was hat es für einen Vorteil? Wenn Sie in unserem Beispiel die Tagesansicht öffnen, springt Wavi Profi 3 automatisch in der von Ihnen eingestellten Arbeitszeit. Das heißt, er sagt hier um 8 Uhr beginnt die Zeit, zeigt Ihnen natürlich die andere Zeit vorher auch an, aber er springt automatisch auf 8 Uhr, das heißt auf die von Ihnen eingestellte Zeit. Okay, Sie können ja auch die Arbeitszeitenfarben definieren, wenn Sie wollen. Sie können die Zeiteinteilung handeln, dass Sie sagen, alle 60 Minuten, wie auch immer. Sie können den Style des Kalenders Einfluss nehmen. Sie können sagen, wie wollen Sie denn die Standardansicht haben, wenn Sie den Kalender starten. Monats, volle Woche, Arbeitswoche, Tagesübersicht, wie auch immer. Und Sie können dann hier sagen, zeige mir mal Termine im Vorlauf an, und zwar 3 Tage vorher, ne, bevor Sie beginnen. Aber maximal 6 Tage nachdem Sie geendet haben. Auch können Sie bestimmen, wie das Drucken sein soll, in Farbe, in Hochformat oder im Querformat, ob der ganze Tag gedruckt werden soll oder dementsprechend nur Bereiche. Auch können Sie sagen, drucke mir nur das, was ich auch gerade am Bildschirm sehe, indem Sie dieses Häkchen aktivieren. Und Sie können sagen, drucke mir meine Termine, und zwar einen Tag, 2 Tage vorher, wenn das Programm gestartet wird.
Auch können Sie sagen, an dieser Stelle zeige ich mir Geburtstage an, alle Geburtstage oder andere Geburtstage, Kunden- und Personalgeburtstage. Okay, das sind also jetzt die Einstellungsmöglichkeiten. Und nun können wir sagen, drucken. Da sagen Sie, zeige mir mal oder drucke mir die Termine. Hier können Sie nochmal festlegen, was Sie drucken wollen. Und dann sagen Sie drucken und wir haben es nun in der Vorschau hier. Und zwar Kundengeburtstag, Besprechung und so weiter und so fort. Wenn Sie an dieser Stelle Aufgaben wählen, haben Sie natürlich Ihre Aufgaben vor sich. Ja, so relativ klar in der Vorschau. Da sehen Sie es dann ungefähr, wie es beim Drucken dann aussieht. Ja, so sieht es dann aus. Und Sie können dann auch sagen, was Sie zum Beispiel sehen wollen. Wenn Sie sehr, sehr viele Termine haben, die auch personalabhängig sind, könnten Sie sagen, zeigen wir mal alle Termine an oder zeigen wir mal alle vom Herrn Mustermann an. Jetzt schauen wir mal, jetzt werden nur die vom Herrn Mustermann angezeigt. Des Weiteren können Sie unter andere Filter sagen, zeigen wir mal alle Kundengeburtstage zum Beispiel, dann zeigt er Ihnen nur die Kundengeburtstage an. Auch können Sie sagen, keine Ahnung, wichtige Termine und so weiter und so fort. Gesetzte Filter, egal ob es jetzt vom Personal oder hier bei anderen Filter ist, können Sie hier rechts daneben Filter entfernen, wichtige Termine, so dass Sie wieder eine Ansicht aller Termine haben. Ja, was gibt es vielleicht noch Wichtiges zu sagen? Sie können natürlich jederzeit hier einfach in diesem kleinen Kalendertool auf der Seite auch navigieren, ne? Plus, also hier nach vorne und nach zurück, und können dementsprechend dann sofort zu einem Monat oder wie auch immer zu einer Woche springen, in der Sie sich gerade befinden oder das, was Sie gerade ausgewählt haben. Klicken Sie auf Tag, haben Sie natürlich die Möglichkeit, sich einen speziellen Tag anzeigen zu lassen. Sehr schön ist auch diese Funktion, einzelne Tagesauswahl. Hier können Sie sagen, zeig mir mal einfach alle Montage. So zeigt er Ihnen alle Montage ab dem Startdatum, das Sie gewählt haben. Oder natürlich alle Samstage, wie auch immer. So, damit Sie wiederkehrende Termine auch sehr, sehr leicht einsehen können. Oder sagen, am Montag haben wir immer Besprechung, hat sich da jetzt irgendwas geändert. Und wenn Sie sagen, naja, dann brauche den Filter nicht mehr, dann setzen Sie einfach hier in der Combo-Box keinen Tagesfilter und Sie haben wieder die normale Ansicht, die Sie zuvor auch hatten. Ja, das war es jetzt in den Terminen, da sind wir jetzt ein bisschen drüber geflogen, sind wir jetzt nicht großartig drauf eingegangen, aber sehr, sehr praktisch, auch sehr, sehr funktionell. Abschließend vielleicht noch, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich schon gesagt habe, in den Systemeinstellungen sollten Sie, wenn Sie die Terminverwaltung auch verwenden und Kundengeburtstage anzeigen lassen, auch diese Option aktivieren beim Starten Geburtstagsprüfung durchführen. Denn Sie können ja in den Systemeinstellungen sagen, dass Sie für einen Kunden, für ein Personal, wie auch immer, einen 5 Tage vorher einen Gutschein, also einen Glückwunsch oder eventuell einen Einkaufsgutschein in Höhe von unserem Beispiel 10 Euro ausdrucken wollen. Und diese Information, dass der Kunde Geburtstag hat, wird dann auch nochmal zusätzlich bei den Terminen mit eingetragen.